Okay. Da kommt es! Wo ist sie jetzt? Da! Ich sehe keinen da. Kreis, Karte. Hallo. Na toll, wenn ich Kreis antrick, dann kommt nur diese Einblendung da oben. Tja, zur Stadtmitte. Ist defekt. Ja toll, scheiße, warum gerade jetzt? Okay, ich nehme einfach mal an, das Ding hier führt so in die Richtung Stadtmitte. Hm? Dun, 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 dun. Hier könnte so die Gegend sein, in etwa. Hm, ist das jetzt vielleicht, wo diese Dinger sich kreuzen? Könnte sein, oder? Nee, wenn ich Kreis drücke, blende ich wirklich nur das Ding hier ein und aus. Jetzt halte ich es gedrückt, jetzt kommt es immer und geht weg. Ah, wie unnütz. Ich muss hier zu Fuß lang. Wo finde ich jetzt die Stadtmitte? Kann ich da in der Mitte durch? Hallo, ich geh doch hier drauf. Was macht denn die Couch da? Die dreht ja total durch. Kann man hier? Nee, hier kann man nicht. Okay. Toll, jetzt bin ich hier. Es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um zu erklären, was einige Leute sich schon gefragt haben oder kritisiert haben, nämlich, dass ich Odin noch nicht erklärt habe und nur gesagt hat, ja, der funktioniert ein bisschen anders als normale GF. Ich wollte das eigentlich so lange warten lassen, bis es durch Zufall passiert und mir die Erklärung quasi abnimmt, aber das ist jetzt wohl leider nicht passiert. Und zwar ist es einfach so, dass Odin rein zufällig im Kampf erscheinen kann oder zu Beginn eines Kampfes. Zufallskampf. Ja, wahrscheinlich, weil wir Monster 0 haben. Deswegen ist es wohl nicht passiert. Hey, ich glaube, das hier... Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Es wird vermutet, dass es hier vorbeikommt. Ob wir dagegen etwas unternehmen können? Hey, ich laufe durchs Auto. Ah, ich laufe durchs Auto. Okay, also Odin erscheint rein zufällig am Anfang des Kampfes, schlägt auf die Gegner ein. Ich glaube, dann sind einfach alle Gegner auf Anhieb tot. Es passiert relativ selten, nur so alle, keine Ahnung, 10, 20 noch was Kämpfe oder so. Aber es ist halt so ein netter kleiner Joker. So, was hatten wir denn noch? Ich habe schön 2 Minuten zum Erzählen. Was hatten wir noch an Sachen, die offen waren? War noch was. Frameskip haben wir jetzt drin. Odin habe ich erklärt. Ja, Stadtmitte sind wir. Kopplungen sind gut. Läuft die Zeit weiter, wenn ich im Menü bin? Ja, läuft sie. Gut, dann kann ich auch hier sein. Dann ist es irgendwie angenehmer für die Augen, glaube ich. Was hätten wir denn noch? Leben sieht okay aus. Cell hat zwar ziemlich wenig, aber ich denke, das ist auch ganz gut, wenn er Limits machen kann. Er hat jetzt ja immerhin die komplette Stärkekopplung von mir. Duell auf Automatik. Ja, ich sag mal ein, weil ich habe das nie so drauf mit dem Duell hier von Hand. Eigentlich wäre es ja geil, wenn ich Frameskip ausmache und dann so schöne Zeitlupe habe und dann von Hand die Dinger eingeben kann. Das müsste ziemlich geil kommen, aber ich mache so selten jetzt wirklich mit Xell. Muss man auch sagen. Sie kann immer noch so wenige Sachen. Vielleicht müsste ich da mal was machen, oder? Ordnen. Kistis lernt. Gibt Energy F Abilities? Nein. Hypervibra hat sie schon. Desionator hat sie schon. Nasser Hauch. Gatling Gun erlernt. Feuriger Hauch erlernt. Oh, ein Stein mit Donnerelement. Stärke plus. Das kriegt natürlich immer alles mein Mick. Magie plus. Das kriegt meine Renoir. Geist plus. Ja, ist Magieabwehr. Uff. Kriegt meine Selfie. Einfach so. Okay. Das wäre das schon gewesen. Hey, wir haben fast 15. Fast 15. Gleich können wir nachschauen. Dann entern wir das Scheißding mal und machen es von innen kaputt. Ist eine geile Idee, oder? 3,
2, 1. Okay. Nun müsste es sich hier befinden. Unglaublich. Wir sollten raufspringen. Ha, so ein Zufall, eine Tür. Danke fürs Aufmachen. Fantastisch. Okay, die Musik hat schon noch ganz leichte Probleme. Wo ist mein Menü hin? Fick, wo ist mein Menü hin? Ehrlich jetzt, ich habe kein Menü mehr. Was ist geschehen? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Wenn ich Frameskip anmache, ist mein Menü weg? Wollt ihr mich verarschen? Ist das jetzt what the shit? Das ist ja Hammer. Ich halte es gerade gar nicht aus. What the fuck? Cool. Oh, Zauberwandler H. Zauberwandler H. Okay, auf geht's. Meteor. Und wir sind jetzt in der Lunatic Pandora. 9-mal Meteor. Aber Zauberwandler H ist doch jetzt wirklich so dermaßen verlockend. Da will ich jetzt mitspielen. Aus Doppel kann ich Triple machen. Ja, mach halt mal. Vitra, er hat schon Vigra. Kein freier Platz. Schön umwandeln den ganzen Mist, den ich eh nicht brauche. Schön hoch machen. Da kann ich Tornado draus machen. Alle Sachen, die nicht gekoppelt sind, sind eh nur unnötiger Müll, die ich umwandeln kann. Ja, mach ein paar Triple. Oh, kein freier Platz. Ich habe zu viel Müll. Ich werde mal aufräumen müssen demnächst. Tja, sie hat Doppel jetzt allerdings gekoppelt. Also lassen wir es ihr mal. Und... nee. Nee, Idea noch. Ja, Vigra haben wir. Zum Glück genug. Finde ich ja eigentlich auch gut so. Feuga. Tja, aber dann... was hat sie gekoppelt im Moment? Die hat das meiste gekoppelt im Moment, muss ich sagen. Ist das jetzt gut, wenn ich ihr jetzt die ganzen Dinge klaue? Nee, im Moment lasse ich es mal noch gerade. Demnächst werden wir uns eh einen größeren Spaß damit machen. Schön mit den Wandlern zu spielen und ein bisschen Karten farmen und lauter so Sachen. Jam, 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 jam. Ich muss mich dann eh demnächst mal drum kümmern, wie man die Kartenspiel-Regelmanipulation macht. Da gab es doch Möglichkeiten, wie man die Regeln im Prinzip frei erkaufen kann, welche man will. Nehmen wir Tür 1, Tür 2 oder Tür 3? Goldene Mitte, hm? Insofern sie offen ist und wir reinkommen. Yep, scheint so. Okay. Hm. Da könnten wir dann da drüber, wo wir eben gesehen haben. Die Musik ist sehr strange hier. Aber irgendwie cool. Oha. Das kommt mir doch bekannt vor. Das haben wir doch schon mal gesehen. Laguna war doch hier schon mal, oder? Sackgasse, oder wie? Nee, ich komme hier nicht weiter. Sackgasse. Hm. Ehrlich jetzt, Sackgasse kann doch irgendwie nicht sein. Irgendwie ganz oben am Rand versuchen lang zu laufen? Nee, ohne Scheiß, geht nix. Nee. Komm da nicht lang, Sackgasse. Und das war übrigens noch eine Tür 3.
Das jetzt auch wieder mit verschiedenen Schlüsselkarten oder so? Wo kommen wir denn hier hin? Aha. Okay. Auch eine Sackgasse. Ist ja irre. Warum laufe ich dann hier überall rum, wenn das alles nur Sackgassen sind? Nein! Ich finde das immer toll, wenn in einem neuen Bildschirm die Perspektive genauso umgekehrt ist, als wenn man die Richtung gedrückt hält, die man gedrückt gehalten hat, um hier reinzukommen, einen hier wieder rausführt. Das zerstört so den Lauffluss irgendwie. Gut, die Mitte war ein Fehlschlag. Aber wir haben gesehen, dass Tür 3 dort drüben endet. Dann könnten wir durch diesen tollen irgendwie Kristalltunnel oder was auch immer weiterlaufen. Also versuchen wir es mal, würde ich sagen. Nehmen wir mal Tür 3. Ja, wir wären genau da, wo wir eben waren. Und hier lang geht's nicht, sondern nur nach rechts. Aber da geht's... Okay, da geht's noch eine Treppe runter. Ja. Und da geht's eine Leiter, die ich benutzen kann. Okay. Oh, hallo. Was bist du denn, Hübsches? Bist du was Gutes? Konfu. Also nein. Schade. Oh. Ja, da ist wohl kein Vorbeikommen. Sag ich mal einfach so zumindest. Hallo? Hallo? Hier ist nichts. Say what? What just happened? Erhöht Freundschaft zu allen GF. What? Okay. Kann man das in irgendwas Geiles verwandeln? Auf Seite 7. Weil Freundschaft zu den GF geht mir jetzt, um ganz ehrlich zu sein, gerade ziemlich ganz weit am Arsch vorbei. Ich beschwöre eh keine GF. Das scheint vollkommen nutzlos zu sein, hm? Zauberwandler bestimmt nicht und Kartenwandler auch nicht. Tja. Tja. 10 Adamantin. Da werden wir noch so einen Spaß damit haben. Mit Kartenwandler. Das wird noch schön. Ein Love Love G. Ha. Es könnte tatsächlich das allererste Mal sein, dass ich von diesem Item jemals irgendwas gehört habe. Vielleicht ist es auch nur zu unnötig, dass es mich interessiert hätte. Könnte auch sein. Wow. Ich weiß, hier ist schon wieder so verdächtig wenig los. In Sachen Kämpfen oder so. Liegt halt an Monster 0. Oder Gegner 0% oder wie auch immer.
Hallo? 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 Hä? Also das scheint eine Sackgasse zu sein. Sag's doch gleich, bitte. Okay. Die wahrscheinlich unnötigste Sackgasse bisher. Und wieder zurück den langen Weg und den Aufzug 1 nehmen. Ich muss sagen, ich finde deren seltsame Lunatic Pandora eigentlich nur verwirrend und sonst nichts. Was bringt das Ding? So, jetzt aber. Hier muss es lang gehen. Und noch mehr Kristalltunnel. Und Drop-Punkt. Holy. Wo geht's denn hier hin? Bitte zeig mir irgendwas Produktives, das ist schon mal ein guter Anfang. Rechts lang? Gehen wir mal rechts lang? Ja, geht. Wo? Perspektive. Toll. Ja? Ja? Bitte? Ja? Warum sind da lauter Dinger, wo einfach nichts ist? Was soll das? Da ist doch mal was. Was zum Henker ist das? Keine Zeit zum Grübeln. Ab geht's. Uah. Kann mich nicht bewegen. Ich vermute, wir wurden gerade unsanft herausgeworfen. Verdammte Scheiße, es ist uns durch die Lappen gegangen. Irgendwas ganz Seltsames passiert hier. Wir müssen wohl einen Rückzieher machen. Die Träne des Mondes. Gehen wir zurück.